Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Repokalypse, der Mod von 7 Days to Die. Heute mache ich schon mal direkt aufmerksam, wird es eine kleine Baufolge oder eine Umräumfolge geben. Ich habe mir hier schon mal... Ja, also zunächst, ich war zurück zu dem Händler im Grünen, habe dort die Mission abgegeben. Und als ich da war, habe ich gesehen, das ist gar nicht weit weg von meinem Zuhause. Da bin ich gerade nach Hause gefahren und habe noch Material geholt, damit ich hier nicht zu viel farmen muss. Und ja, jetzt will ich hier mal runter. Hier ist schon wieder kalt. Und das Teil hier irgendwo ablegen. Damit ich hier, wenn ich muss... Komm, ich baue den einfach mal hier hin. Machen wir an. Ist jetzt nicht optimal, aber es geht ja auch nur darum, dass ich kann mal was aufnehmen. Und das Gebäude ist weitestgehend geschützt. Ne? Genau, ich habe auch Nägel mitgebracht. Ich habe Lehm mitgebracht, weil Lehm gibt es ja hier schwierig zu finden. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt. Ja, steht doch gut. Gut erwischt. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Lehm hier gibt. Ne? Ja. So, hier machen wir auch zu. Wir haben nämlich kalt. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal hier in die Nähe vom Feuer und dann kriegen wir wieder warm. Essen, Trinken haben wir auch mitgebracht, aber als erstes werden wir jetzt mal... Kisten bauen. Wie viel gibt's? 7. Genau, die werden wir auch alle 7 bauen. Werden wir hier erstmal aufräumen. Das wird jetzt ein bisschen dauern, also die Folge hier ist eine reine Aufräumfolge, aber ich habe gedacht, ich mache das mal so, dass man mal sieht, was das für eine Arbeit ist. Ich würde das hier gerne wegmachen, ne? Ich hab doch hier Feuer an. Was willst du denn? Wie weit geht denn der Einzugsbereich? Nicht so sehr weit, ne? Gar nicht weit. Hier alles mit Fackeln vollhängen. Falsch. Ich mach das jetzt weg, das stört mich. Ja. Dafür, dass ich mich hier jetzt gar nicht großartig niederlassen wollte. Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Ist ja immer so, ne? Nee. Aber das Schneegebiet hier, das ist so voll mit Überraschungen. Oh, jetzt haben wir schon wieder keinen... Okay, so, Fackeln. Die müssen wir jetzt immer schön sammeln. Da werden wir die hier aufhängen, damit es warm wird. Hab ich keine... Die habe ich alle weggeräumt, ne? Ich sollte mal hier nochmal alles wegräumen erst. Die Leitern nehmen wir wieder an uns. So, da habe ich noch was gesehen. Das machen wir noch ins Feuer. Lass es jetzt trotzdem erstmal an. 10 Wasser, ja. Können wir es ab und zu mal aufwärmen. Sehr schön. Ich auch noch nicht, was ich vergessen habe mitzubringen. Ja, irgendwas vergesse ich ja immer, ist klar. Reparaturhammer. Habe ich keinen dabei, ne? So, es wird es höchste Zeit, dass wir hier aufräumen, weil das ist ja eine Katastrophe. Eine mittlere. Ich mache jetzt hier erstmal alles auf Null. Werden wir gleich nochmal neu sortieren. Ne, so. Geld haben wir auch mitgenommen, genau. Platz.
auch noch weg. So, oben ist nichts Sinnvolles. Ah, was ich auch mitgenommen habe, ist der Wasserfilter. Da ist er. Den stellen wir sofort auf, weil mit Wasser ist es ja hier so eine Sache. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo das war. Irgendwo raus, irgendwo draußen. Ach nee, hier unten gibt es ja gar keinen Ausgang. Oh. Es gibt doch da unten keinen Ausgang, Opa. Der funktioniert auch nicht draußen, ne? Das habe ich auch schon probiert. Oh, was ist denn das? Ganz ruhig. Kein Panik. So, den einen haben wir. Wo haben wir den denn hingestellt? Ich hätte die besser hier vor die Tür gestellt. Das hier ist doof. So, den nehmen wir wieder auf und stellen den auch vors Haus. Das hier ist... nicht gut. Hier vorne kommt der hin. Da können wir jedes Mal, wenn wir nach Hause kommen, Wasser mitnehmen. Hier ist doch Platz ohne Ende. Zack. Und der eine hier. Symmetrisch nebendran. So, wir könnten noch einen bauen, aber jetzt nicht. Das Ding haben wir leer. Ja. So. Ja, sorry, es ist kein Action heute, sage ich euch schon mal. Nochmal. Schon mal. Ja, was ich jetzt tatsächlich nicht mitgenommen habe, ist ein Klauenhammer. Mal sehen, vielleicht kaufen wir jetzt einen zum Reparieren halt, ne? Da brauchen wir bestimmt die Werkbank für, ne? Klauenhammer. Nee. Lederholz. Oh, 36 geschmiedete Eisen. Nee, das machen wir jetzt nicht. So, wir haben 7 Kisten gebaut. Eine kommt auf jeden Fall zum Feuer. Nicht nur eine, 2 mindestens. Und ich hatte ja eigentlich hier vorgesehen, ne? Da können wir schon mal ein bisschen was dran machen, ne? So, hier kommen Zutaten rein. Wie gehabt. Ja, jetzt mal, wenn ich das Spiel hier spiele, passiert das. Zutaten und hier Fertigfutter, ne? Oder ne, Getränke. Getränke. Fertiges Futter. Ja, mal sehen. So, hier kommen dann wieder rein Rohstoffe. Ne, Rohstoffe machen wir zur Schmiede, ne? Verbund. Chemie, ja? Ja, ich weiß nicht, wie lange ich hier bleibe. Ich mach's einfach mal jetzt. Chemie und Muni. Munition und Mats dazu. So, den Rest werden wir sehen. Werden wir hier erstmal aufräumen, ne? Zutaten. Zutaten kommen jetzt auch die Pflanzen erstmal rein, ne? Alles, was wir brauchen für Essen herzustellen. Die müssen wir noch bauen. Pflanzensamen. Habe ich für Pflanzen? Habe ich jetzt, ja. Wir haben ja jetzt gleich unseren eigenen Händler, brauchen wir auch noch, ja. Hunger haben wir. So, den Honig.
mach die Apotheke jetzt auch hier rein. Ich mach erstmal alles wieder rein, dann werden wir gleich nochmal gucken. Und uns auffüllen, ne? Und in die Zutaten kommen auch die Tränke, habe ich glaube ich extra gemacht. Das gehört hier nicht rein. Ich mache jetzt auch mal alles rein. Und dann werden wir aufräumen. Ja, Getränke hätte ich auch da rein tun können. So viel. Na ja, mal sehen. So, dann haben wir hier Chemie. Da kommen die Dinger rein. Kunststoff wäre dann Rohstoffe. Ach komm. Rohstoffe. Ja, ja, eine kleine Aufräumrunde. Rohstoffe, Verbundstoffe hätte man eigentlich auch zusammenpacken können. Erstmal. Bäume, ja, die werden wir draußen irgendwo pflanzen wollen. So, Rohstoffe, Munition. Ja, Munition schmeiße ich jetzt auch mal hier rein. Da machen wir auch die Waffen mit dazu. Teilen. Teile und Mods, ja. Die müssen wir dann separat machen. Mods und Teile. Händler. Ich brauche noch eine Kiste. Ich komme nicht dran vorbei. Könnte man eine von den Dingskisten hier nehmen. Hier machen wir die Händlerkiste hin. Bogen, Armbrust brauchen wir jetzt gar nicht. Jacke bringt uns nichts. Wir haben noch einen Tausammler, einen Dings für den Tausammler. Noch was für einen Händler? Nee. Wir machen die da auch noch hierbei. Geht das jetzt? Ja. Das Wasser nehmen wir an uns. Machen wir hier rein. Getränke. Und, ah, Elektroteile. Das ist alles Rohstoffe. Alles matt. Fertig. Erstmal so. Das. Chemie haben wir extra. Autoteile kommen auch da rein. Chemie haben wir extra, habe ich gesagt. Holz. Ah, ich habe noch keine Apotheke. Ne? Dann machen wir die Apotheke erstmal hier hin. Bis wir wissen. Bier. Ein Getränk. Nach wie vor. Ne? Zutaten haben wir das und das und das. Brot machen wir da jetzt auch rein. Hier haben wir auch jetzt das nicht. Das noch. Chemie. Kalien. Elektro kommt jetzt auch erstmal hier rein, bis wir wissen, was passiert. So, das wäre auch noch zu den Zutaten zu zählen. Wir haben noch nichts für die Pflanzen. Machen wir jetzt da rein. Alles da rein. Das ist nochmal Chemie. Oh mein Gott. Mutzteile. Stahlwerkzeug würde ich dann mal aufheben. So, dann machen wir jetzt hier das hin. Das sind auch Mods und Teile. Das ist noch Werkzeug. Das brauchen wir so. Da gehen wir jetzt wieder hier. Auf 20. Machen da wieder unser Zeugs hin. Ne? Die. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Der Rest bleibt hier. Compoundbogen lassen wir mal. So, dann nehmen wir unser Essen.
Ich habe die Batterie noch hier. Was soll das denn? Batterie wäre auch hier. Ganz normales Zeugs. Okay, dann haben wir... Das haben wir hier einmal. Ja, nehmen wir komplett mit. Die kommen wieder hier hin. Die nehmen wir mit, die nehmen wir mit, die auch. Ein, zweimal essen. Reicht erstmal. Kurz aufräumen. Dann braucht man natürlich auch zu trinken. 5 und 4. Und die noch. Ja, haben wir alles, ne? Ging doch noch. 15 Minuten haben wir jetzt gebraucht, um hier alles einzuräumen. Bringt die eigentlich auch Wärme? Aussieht, ne? Klar. Dann machen wir die mal aus. Putzen wir unnötig Zeugs. Wir kriegen ja... Achso, die könnte man vielleicht noch bauen, ne? Pausammler. Aber ich glaube, da haben wir nicht genug. Da haben wir nicht genug Klebeband, oder? 7. 3. 4. 4 mal Rohr. Siehst du, schon haben wir schön aufgeräumt hier. 100 mal Kunststoff reicht nicht ganz. Wenn wir nochmal auf die Suche gehen, würde ich aber gerne abschließen. Ne? Wo habe ich denn den Tausammler jetzt? Ja. So, wir brauchen nur noch ein bisschen Kunststoff. Das finden wir jetzt aber auf die Schnelle noch. Dann haben wir nämlich 3 Tausammler und dann haben wir Wasser genug. Nehmen wir mit. Haben wir schon mal Kunststoff gefunden. Das hier ist keiner. Der ist Kunststoff 77. Leiterregal. Das nehmen wir mit. Aber das ist aber alles Holz. Naja, das könnte Kunststoff bringen. Ja. Vielleicht aber nur, was ist das? Metal. Stoff, ja, Stoff soll man aufsammeln. Ist gar nicht so verkehrt. Kunststoff. Leder. Okay. Machen wir Mine, wenn wir wollen. Reicht noch nicht, ne? 21 brauchen wir noch. Ja, das hier ist jetzt ein bisschen ungünstig angelegt. Der will nämlich hier nicht hochspringen. Doch, will er. Gut, dann gehen wir. Bring Papier. Ja, ist klar. Was sonst? Plus 4, Kunststoff. Ja. Metall. Okay. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Das Gebiet haben wir gut getroffen. Ne? Hätte noch etwas weiter nach runter gekonnt, aber Eier nehmen wir mit. Komm, ich will den einen Tausammler noch bauen. Wird dann auch irgendwo ein bisschen Kunststoff rumstehen. Das Metall. Da steht noch was. Aber da will ich jetzt nicht durchkloppen. Auto bringt doch auch Kunststoff, gell? Ach, da haben wir noch. Madame. Ich glaube, hier ist kein Kunststoff mehr drin, ne? Also mal sehen, wenn man ein bisschen Kunststoff braucht, was das bedeutet. War noch.
Eieiei, hier ist was los, ne? Also Nester, muss ich ja sagen, sind hier sehr viele. Ich glaube, im verbrannten Haus wird es wohl schwer mit Kunststoff. Da haben wir noch was. Aber der verschwindet jetzt, ne? Oder? Ne? 86. Gute Jacke. Metall nehmen wir natürlich mit, aber die Jacke ist auch nicht besser als... Oh doch. Dann lassen wir die mal eben an, ne? Die hält ja ein bisschen kühler. Ja. Gut, nächste Folge verspreche ich euch, wird es wieder ein bisschen mehr Action geben. Das hier war jetzt mehr so. So. Auch kein Kunststoff. Das Ding hier bringt das auch Wärme. Naja, das bringt gar nichts. Das hier bringt unheimlichen Hitzewiderstand. So ein dicker Mantel und bringt Hitzewiderstand. Das hier bringt wahrscheinlich das. Ja, habe ich mir gedacht. Schmeißen wir raus. Schmeißen wir auch raus. Blei brauche ich jetzt im Moment auch nicht. Sag mal, es gibt es ja nicht. Jetzt brauche ich hier ein bisschen Kunststoff und finde nichts. Wo haben wir denn Kunststoff? Da ist eine Mülltonne, das ist Kunststoff. Die bauen wir ab. Bringt jetzt noch ein bisschen Sprit mit. Oh, was da immer ein Zeugs rauskommt, das ist so gut. 100, alles klar. Tausammler, fertiger. Wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir das hier auch noch mit. Haben wir den schon drin? Weiß ich gar nicht. So, und dann ist auch für heute Feierabend. Nehmen den trotzdem mit. Aber wir haben ja hier doch. Wieso habe ich denn keinen Kunststoff mitgenommen? Ja. Okay. Wir müssen Holz mit. So, dahinter ist sogar noch ein Loot-Drop. Guckt ihr das an. Schön. Das hätten wir. Die Plautannen bauen wir dann auch schön wieder hier hinten. Zwei gute Rap-Kits. Das ist gut. Brauchen wir nämlich auch. Okay. So, Tausammler sollte fertig sein. Dann wird er gleich dazu gebaut. Da ist er. Sehr gut. Das ist gut. Das ist sehr gut. Jetzt sagen wir, so lässt er sich jetzt hier nicht hinbauen. Hier steht er nicht, ne? Ist schon brav, ihr seid brav am Sammeln. Hier ist noch ein bisschen Kunststoff, der liegt da vor der Tür und ich nehme ihn nicht mit. So. Ja, wird ein bisschen kürzere Folge heute, war auch nicht so interessant. Oder wir machen noch eine Mission. Wir haben ja noch so eine kleine, glaube ich, angenommen. Eine ganz normale. Na, pass auf, dann machen wir das doch. Hier geht jetzt ziemlich alles rein. Das jetzt auch. Die Feder machen wir dazu. Das ist Chemikalie.
Das ist noch... Oh, das hier muss ich gucken, ob ich das schon eingebaut habe. Klamotten. Ich habe da Lehm mitgebracht. Warte mal. Ich habe da eine ganze Menge Lehm mitgebracht. Wir brauchen auch Kisten. Es geht nicht anders, ne? Sollten wir hier mal Lehm einschmelzen? Und gucken. Wir brauchen... So, das wird schon mal, werden schon mal drei Kisten. Sehr gut. Genau. So, den Rest werden wir dann hier noch einräumen. Chemikalien. Rohstoffe. Metallteile, Mods. Machen wir die Klamotten auch hier rein. Da sind die gut aufgehoben. Und jede Menge Zeugs für hier rein. Das noch. Zutaten. Ja, Essen funktioniert. Übrigens sollten wir das dann auch mal nutzen. Benutzen. Kampfanzug machen wir auch hier rein. Wird wahrscheinlich irgendwann verkauft. Ne, das ist Händler. Komm, das hier brauchen wir auch nicht aufheben. Kampfanzug eigentlich auch nicht. Und das hier auch nicht. Käse. Da rein mit dem Zeugs. Händler, 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 Händler. Perfekt. Das Glas kommt dann auch hier rein. Dann haben wir hier die Zutaten. Da sind auch jetzt die Sachen drin. Ja, das würde ich wieder mitnehmen. Das auch rüber. Da gucken wir jetzt mal gleich. Und da kommen, da suchen wir das. Gucken wir, was haben wir denn hier noch? Wir machen eine kleine Mission. Befall, Stufe 3. Stufe 3 abholen. Reicht völlig aus. Zum Abschluss Befall möchte ich jetzt nicht machen. So, da geht's raus. Gucken mal, haben wir den hier schon eingebaut? Ja, haben wir. Okay. Ja, zweimal geht nicht, das ist klar. Gut, auf geht's. Wo sind wir? Da. Ah, das war dieser Außenposten, ne? Den machen wir jetzt noch. Dummes Zeug. Oh ja. Ganz normale Mission, ohne Befall, ohne alles. Einfach nur, den hatten wir tatsächlich auch schon, ja. Klar, das wird nicht ausbleiben. Ah, Hundi. Ich sehe schon die Hundehütte. Hundehütte. Ah, kommen schon grüne Fanden an hier. So, da wir hier nur also der Schockstab ist. Ah. Hoppla. Also sie sind überall hier, diese. So, was wir aber machen, wir nehmen mal hier so ein Ding. Wattenloch. Hau einfach ab. Genau so. Ja, ja, wir sind im Schneegebiet. Ich bin auf die größere Mission nachher gespannt. Was ist los? So, die sind tatsächlich da oben, ne? Ja.
Huch. Auch nicht mehr so gut aus, ne? Und den Unrat hier wegräumen. Ganz wichtig, du auch noch. So, wo geht's denn hier hoch? Da muss ja irgendwo eine Leiter sein, ne? Da. Wie kommt man da hin? Ah, von da oben. Gut, Wasser, ja, Wasser nehmen wir mit. Auch wenn wir jetzt genug produzieren, man hat nie genug. Ja, jetzt fängt diese Mod erstmal an, richtig interessant zu werden, noch interessanter zu werden, so muss ich sagen. Diesen Wahnsinnsgegnern hier. Super. Gibt's denn da was? Ja? Also, wie stabil ist denn der? 2900 Punkte gab der. Ah, das war auch wieder so ein Bewaffneter, ne? Die sind heftig. 121 hat er mich so hier verballert jetzt. Können wir schon so einen reintun. Okay, so. Wir gehen nochmal hoch, nehmen noch die Hauptloot und die Dings mit und dann haben wir zumindest noch ein bisschen Action gehabt heute. Der Rest war ja nur Umzug und Einräumen, aber auch mal interessant. Wer weiß, der eine oder andere kommt vielleicht mit meinem Ordnungssystem ganz gut klar und kann es nachbauen. Wir finden noch ein Buch, das wir noch nicht haben. Stahlrüstung und Zeugs, ja. Noch weiter. Hey Leute, ich bin nicht schwindelfrei. Oh, natürlich. Lade nach. Bin schon viel zu hoch, sehe ich gerade. Ah, da oben ist mit Sicherheit der Hauptloot. War was? Ein Röstvogel, oder wie heißt das? Und sagt man dazu Flieten. Okay, kurz meinen Strom abgestellt. Also die Vorräte haben wir immer. Ich muss an die Vorräte denken. Eieiei. So haben wir alles. Dann gehen wir noch runter, holen die Vorräte mit. Das war das Ganze umsonst. Noch runter. Noch runter. Die liegen ganz unten. Das gibt's denn? Hä? Nicht dein Ernst? Okay. Alles klar. Okay. Das wäre erledigt. Level 83, ein Punkt. Kann man haben. Da gehen wir noch hin. Nehmen wir noch mit. Was immer es ist.
Okay. Nichts Wildes. Bisschen Eisen nehmen wir auch mit. Da ist noch eine. Okay. Lade nach. Oh, die Schrotze ist so lasch. Okay, sonst war es hier eigentlich jetzt nichts mehr zu holen. Doch, hier noch was. Otto, nehmen wir mit. Ja, da würde ich sagen, wir fahren noch zum Händler. Komm, so viel Zeit haben wir noch. Genau, Kunststoff, genau. Die waren wir noch gar nicht drin. Ach, guck mal. Bestimmt noch. Ah, Gammelfleisch, okay. Nehmen wir auch mit. Das ist doch auch Kunststoff, oder? Ne, ist Holz. Das ist Stoff. Nehmen wir auch mit für unseren Kleber. Hier waren wir auch noch nicht drin. Entriegelt, brauchen wir nicht klopfen. Ach, guck mal, da gibt es noch ein Auto. Ah, wisst ihr, was hier gibt? Hier gibt es Lehm. Habe ich meine Schaufel dabei? Jawohl. Lehm? Ne, ist kein Lehm, ne? Bruchsand. Ach, ich bin voll. Ja, die Einrichtung hier finde ich super. Einfach rüber, ohne lang zu gucken. Ist auch noch ein Gebäude, da waren wir doch schon. Den nehmen wir noch mit. Dann steht noch eine ganze Menge Kunststoff. Da ist Kunststoff drin, sehr gut. Sprit. Sehr gerne. Wow, wow. Ja, Fleisch. Fleisch ist auch nicht von der Hand zu weisen. Ungern. Das Eisen. Ein bisschen mit. Das ist der Wolf. Ja, Fleisch brauchen wir, ne? Ah, läuft weg. Ja, okay. Aber der kommt wieder. Was haben wir hier? Kunststoff bestimmt. Da ist er schon, da ist er schon. Ja, tut mir leid. Ach, ich kann das nicht. Was ist das? Ich hasse das. Was ist ein Überlebensspiel? Das bei den Zombies macht mir das. Zombiehunden ist das für mich überhaupt kein Problem. Bei Schlangen jetzt auch weniger. Bei Zombiehunde gar kein Akt, ne? Da ist auch noch ein bisschen Eisen. Eiers, oh Gott, man könnte hier eigentlich den ganzen Tag rumlaufen. Also in jedem Nest sind hier Eier, ne? Toll. Ist das weit? Könnte man hier eigentlich mal markieren, ne? Eisen. Sehr schön. Ja, das ist gut. So, das Loch ist nicht ganz so tief, dass man noch rauskommt. Hier waren wir doch auch noch nicht drin in dem Gebäude, oder? Doch. Doch, da
Alles gut. Da waren wir, da waren wir. Dann würde ich sagen, hau mal ab. Ich würde mal gerne so einen Turm hier einstürzen lassen, aber ich hoffe, dass, ich fürchte, das stürzt das Spiel ab. Wäre schon heftig, ne? Nee, komm. Ein Quatsch. Ich habe auf jeden Fall eine Menge Eisen. Was haben wir denn da? Doch ein Jagdgewehr dabei. Warum benutze ich das denn nicht hier? Bei so Sachen. Hallo. Jetzt wird's kritisch. Ja, was macht man nicht alles für das liebe Essen? Ja, wir brauchen Tierfett, natürlich. Tierfett ist ganz wichtig. Aber hier gibt es so viele von den Panthern und von den, sind keine Panther. Hirsche. Opa, du bist unglaublich. Das war ein Zeichen. So, jetzt ist aber Schluss mit der Jagerei. Hier groß rumtönen, das macht ihm was aus und ballert da alles weg, was ihm vor die Nase kommt. Aber es gibt zusammen mit den ganzen Eiern zumindest schon mal jede Menge Eier mit Speck. Sogar zwei. Das haben wir schon, ne? So, wir bringen noch das Zeug zurück zum Händler. Bleiben da bei jedem Nest stehen. Ich will die ganzen Eier haben. Dann haben wir das Essenproblem schon mal gelöst. Oh, guck dir das an, ey. Was ist das denn? Keine normale Schlange, das hier. Das ist noch ein Bär. Ist das ein guter Bär oder ist das ein Zombie-Bär? Muss ich hier aber aufpassen, ne? Die Schlange, da muss ich mir angucken. Was ist denn das? Was ist überhaupt eine Schlange? Keine normale, ne? Bisschen mutiert. Oh, was willst du denn? Hat gereicht für eine Schürfwunde. Ich kam mal zügig um die Ecke hier jetzt, ne? Noch so ein Wicht. Bären, da hätte ich noch gern gehabt. Hier noch ein bisschen Honig, wenn wir schon mal hier dran sind. Oh, das ist Wahnsinn, ne? Ja, es war einer. Sollen wir es probieren? Laden wir nach. Zombiebär oder normaler? Scheint normaler zu sein. Ja, gibt auch schön viel Tierfett und so, jetzt reicht's. Jetzt ist Schluss. Fahren wir heim. Schon wieder Schneesturm. Das Wetter ist schon heftig hier, also. Nehmen wir auch noch mit. Ja, hier ist in jedem Nest sind hier Eier. Ist mir jetzt gar nicht so bewusst, dass jetzt hier wegen der Brepo ist. Brepokalypse. Wegen der Mod quasi. Ach, gebe ich jetzt noch nicht ab. Ich gebe die ab, wenn wir sie alle drei fertig haben. Das machen wir in der nächsten Folge. Siehst du, das hier ist praktisch. Da können wir nämlich mal gleich gucken, ob es schon Wasser drin ist. Was nicht der Fall ist. Halt, wir haben hier noch Zeugs drin.
Nehmen wir mal alles mit soweit. Das hier wird noch gelernt. Naja, ich komme, ich laufe lieber zweimal, bevor das hier wieder ein furchtbares Durcheinander wird. Knie beschädigt. Ah ja, 26 Minuten, das lassen wir jetzt aber so. Zutaten. So, jetzt haben wir doch kein Fleisch. Ist alles schon verkocht oder was? Haben wir den ganzen Bücher her? Super. Super. Und nochmal super. Ah, jetzt habe ich das. Habe ich die Munition mitgenommen. Händlerkram. Haben wir noch was? Die Batterie brauchen wir jetzt nicht mehr unbedingt. Feder machen wir jetzt auch mal hier rein. Alles verkauft, was zu verkaufen geht. Wo haben wir den denn her? Zwei Mahlzeiten mit einem Fisch. Ah, da brauchen wir. Auch mal Wels auf Reis, ne? Wildreis, ja. Gut, egal, es sind Zutaten. Machen wir schon mal hier rein. Das auch. Ja, das hatten wir ja schon. Händler. Händler, war mal hier. Pistole, das Ding. Das will ja gar nicht, ne? Ne. Können wir zerlegen. Das ergibt ein bisschen Holz. Machen wir alles hier rein. Verschwindet schon mal ein großer Teil. Pflanzen. Achso. Habe ich denn die Pflanzen überhaupt? Die habe ich. Ja, dann mache ich die jetzt hier dabei. So, wir haben noch. Haben wir noch was? Moment. Zement. Das ist das hier. Und die Chemie kommt dann wieder hier hin. Weg damit. Haben wir die 44er, da haben wir noch gar keine Munition, gar keine Waffe für, auch weg. Bringen wir noch mal raus, holen noch mal schnell die restlichen Sachen hier raus, machen den Sprit wieder rein, den ich jetzt gar nicht mehr dabei habe, dämlicherweise. Ah ja, gut, wir sind ja in der Umgebung, ist nicht so weit, können wir mal noch gucken. So, hier noch was? Nee. Tränke, Mods und Teile. Die können wir mit einem gewissen zerlegen. Händler. Das, das, das. Was machen wir hier mit? Irgendwo noch. Naja. Ich behalte es mal da. Und Verbund. Alles klar. Ach, hier habe ich die Pflanzen reingemacht. Dorfdepp. Ja, okay. Ist egal. Gut, bedanke mich fürs Zugucken. War dann doch noch ein bisschen actionreich, die Folge. Und vor allen Dingen die Gegner hier, die sind schon seltsam. Bis dann. Danke fürs Zugucken. Ciao.